Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach unserem letzten Spiel, es ist schon spät geworden, starten wir gleich mit der PK. Neben mir begrüße ich die beiden Trainer Roland Frabetz und Friedhelm Funkel. Der Gästetrainer hat wie immer das erste Wort zum Spiel. Bitte schön. Ja, ich denke, wir haben heute Abend ein sehr intensives, sehr packendes Spiel gesehen, in dem beide Mannschaften sehr, sehr viel investiert haben. Ich glaube, dass meine Mannschaft defensiv sehr gut gestanden hat, immer gut die Ordnung bewahrt hat, gut gegen den Ball war, immer geholfen hat, Überzahlsituationen hergestellt hat, dass wir im Umschaltspiel dann die zwei Tore machen, ist momentan so ein bisschen unser Markenzeichen. Das haben wir heute dann auch wieder bestätigt. Insgesamt kann ich nach dem 2-0-Sieg natürlich äußerst zufrieden sein, bin froh, dass uns das geglückt ist, weiterhin den Anschluss nach oben zu halten und bin einfach froh, dass es geklappt hat. 60 München und Herrn Funke, alles Gute weiterhin. Ich denke, dass das heute schon ein sehr, sehr gutes Spiel war und beide Mannschaften letztendlich auch nach oben, da auch in diese Spitzengruppe gehören. Dankeschön. Dankeschön. Trainer, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, uns ist es heute nicht gelungen, die Kompaktheit der letzten Wochen herzustellen. Das lag aber auch an der Laufstärke des intensiven Spiels vom FC St. Pauli, dass wir nicht so in den Griff bekommen haben, wie wir das in den letzten Wochen geschafft haben. Dazu kam, dass wir unnötige Abspielfehler gemacht haben, die natürlich dann dazu geführt haben, vor allen Dingen auch zu den zwei Gegentoren und auch zu der einen oder anderen Chance, die der Gegner dann gehabt hat. Das war nicht gut. Wir waren da nicht so kompakt. Wir waren in der Vorwärtsbewegung, haben leichte Fehler gemacht und hat der Kollege recht. Das ist natürlich eine der Stärken vom FC St. Pauli. Darauf haben wir auch hingewiesen. Aber wir haben es halt nicht geschafft, das zu verhindern. Und deswegen geht der Sieg vom FC St. Pauli auch zu 100% in Ordnung. Dankeschön. Dankeschön, Trainer. Gibt es Fragen? Meine Kollegin Annalena steht mit dem Mikrofon für Sie bereit. Herr Frabetz, einer Ihrer Spieler hat gerade schon gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, irgendwas an der jetzigen Situation zu ändern. Gehen Sie inzwischen auch fest davon aus, dass Sie längerfristig Trainer bleiben werden? Ich kann immer noch genau das Gleiche sagen wie die letzten Wochen auch. Wir haben noch kein Gespräch geführt. Wir warten das letzte Spiel jetzt am Freitag ab und werden uns dann in Ruhe hinsetzen und alles besprechen. Momentan gibt es da einfach nichts Neues zu sagen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine Meldung. Dann wünsche ich den Kollegen einen guten Nachhauseweg. St. Pauli ebenfalls noch viel Erfolg. Und unsere Mannschaft läuft morgen um 14 Uhr aus. Dankeschön.